Willkommen zur nächsten Folge Kirby, Folge 5. Letztes Mal haben wir hier das Angeln freigeschaltet. Das mache ich jetzt nicht, weil kein Bock. Ich mache jetzt die Upgrades für Eis und... Eis auf jeden Fall. Andere weiß ich noch nicht. Dann gehen wir mal zum Kramladen. Ah, Bomben nochmal. Sucherbomben. Muss ich gucken, wie teuer das ist. Ich habe 7. Komm, let's go. Rein in die Masse. Bomben auf 3. Das ist ja komplett OP. Das ist ja komplett broken. Eis noch upgraden. Eisbär-Eis. Cool, jetzt kann ich sogar ohne Gegner so ein Ding erstellen. Das ist ganz cool. Ah, wir müssen auf jeden Fall die Sucherbomben nehmen, die sind einfach komplett broken. Du kannst ja einfach spammen und die suchen dir das Ziel. Jetzt gehen wir ganz schnell zum Kramladen. Ja. Guck mal, hier kommt auch noch was für 180. Für rübergehende Boni. Will ich nicht. Für übergehend will ich gar nichts. Nö, brauche ich nicht. Danke, tschö. Vorübergehend. Nee. So einen Unsinn machen wir nicht. Jetzt weiter auf dem nächsten Kontinent. Die verbotene Insel. Und danach geht es wahrscheinlich da so lang. Und der Boss, also der Endboss, ist dann da oben auf dem Berg. Also kommt mindestens nach diesem Gebiet noch ein Gebiet. Und dann noch ein Gebiet. Komme ich ja mit meinen 8 gar nicht, sind meine 8 da gar nicht so schlecht gewesen, die ich geschätzt habe. Die Wüste Wiege des Lebens. Das Power-Up gefällt mir. Ich werde wohl das Sucherding brauchen, wenn die mir hier den schon so zeigen. Also, dass er so wiederkehrend ist.
das schlecht. Drei fliegende Ziele. Na, gleich. Hier oben war noch was. Okay, das ist ja mal richtig open-worldig hier, ne? Würde ich sagen. Nee, 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 nee. Ich werde sehr wahrscheinlich gleich nochmal so für das Ding da zum Abballern, das Ballerding brauchen. Bleib mal beim Ballerding. Kriege ich das Teil auf? Kristall-Igel. Igel Level 3. Wie kriege ich den auf? Den Arm da oben rauskrieg, weiß ich aber immer noch nicht. Thank you.
Da oben ist so ein Ziel. Vielleicht, wenn ich alle drei Ziele besiegt, kaputt gemacht habe, geht die Tür auf. Das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt können wir mal gucken, wofür das hier eigentlich ist. Wofür könnte ich das? Ah, dann kriege ich den auf. 5? Damit geht das auf. Natürlich. Dich. Noch ein fliegendes Ziel. Guck mal, hier ist doch auch noch was drunter. Ich würde erstmal das gerne das fliegende Ziel treffen. Dann ist es doch. Mach ich noch den Sand hier unten weg. Ich fände es jetzt besser gefunden, wenn die Levelstruktur so wie hier überall ist. Weil hier hast du einen großen Raum und kleine verschiedene Abteile. Und du kannst im Prinzip nichts verpassen. Hä? Dafür brauche ich dann wahrscheinlich auch wieder das Dingsbums. Das Zahnrad hier. Obwohl, nee, ich will Feuer, oder? Besser. Ich will mir Feuer.
Verständnis, das Zauberers. Sehr gut. Kapsel. Keine Ahnung, ob ich das immer noch mit dem Ding hier machen muss, aber ich mache das mal mit dem Ding. Und eine Kapsel. So, alle drei gerettet. Fehlt mir nur noch ein Fragezeichen. Weiß ich natürlich noch nicht, was es ist. Im Prinzip wäre ich jetzt durch. Gibt's ja auch nichts mehr. Bin ich mal gespannt, was das ist. Fragezeichen. Aber jetzt habe ich nicht gelesen. Schalter. Minigame, Minigame. Kolossale Schwertprüfung. Wieso denn zwei? Nicht einer gereicht?
Mann, macht das Schwert Schaden. Spielzeugkammer Stufe 2 brauche ich. Das mache ich dann gleich. Auf der Suche nach der Oase. Aua! Hab ich aufgepasst. Wieder so ein Schlaftyp gewesen. Aua! Ich glaube, den kann ich nicht besiegen. Muss ich aber los. Warte, kann ich den ganz sicher nicht besiegen? Es ist so geil, dass alles Feuer fängt.
das Gefühl, ich muss das ganze Gebiet gleich hier nochmal lang. Ich verpasse doch alles. Ich bin doch da eben gar nicht den anderen Weg, gar nicht lang. Gefällt mir nicht. Neuer Versuch, Mann. Werde ich vorher aufpacken. Ha. Kommt der Maulwurf noch mal neu? Nein, und mein Feuer ist auch weg. Perfekt. Da ist mein Maulwurf. Mehr, my friend. Das hat sehr gelohnt. Kann ich damit das Gift wegmachen? Ja, Mann. Kann ich dich damit wegmachen? Ja, Mann. Also hier gibt es zwei giftige Quaxikums. Knappe Geschichte. Vierten Auge geholt. Man, ganz oft fehlt mir, also diese versteckten Sachen werden immer versteckter. Mach ein Nickerchen am geheimen Pool. Mann, ich hätte den nur einsaugen müssen, mal kurz. Scheiße. Oh, Bizeps, Gorilla.
Bohrer. Eine Minute, Alter, da muss man aber ultraschnell sein. Wo war das andere Level nochmal? Noch zwei aufgegangen, oder? Da hinten. Drachenfeuer! Let's go! Schmelzen und gleiten. Schau, da geht's ja gar nicht. Bin da drauf angewiesen. Hä? Schneller kann's nicht gehen, weil die Zündschnur ja nicht schneller ist. Oder? Ja. Das macht gar keinen Sinn. Man konnte keine 10 Sekunden sparen. Am Belen-Center, Mitarbeiterbereich. Oh, ich hab dir den Scheißstift. Lieber Linke. Lieber Long. Diesmal nicht, mein Freund.
hölzig. Ob es hier nichts gibt. Also hier muss ich auf jeden Fall nochmal mit so einem Kreisding rein. Gibt's das hier? Brauch ein Kreisding. Danke. Das war gerade mal der erste. Da brauche ich ein Viereck, aber moin Achilles, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, ich krieg die Spiele halt ein bisschen früher, my friend. Das schon seit gestern hier. Bei mir auch alles sehr gut. Gehe ich jetzt hier schon? Bei dir rückt das Spiel nicht raus. Ja. Die großen Läden dürfen das ja auch nicht. Muss dann, wenn schon, einen Online-Shop oder so gehen, so einen privaten. Aber ich krieg das immer zugeschickt, das ist immer ganz nice. Ah, das ist mies. Guck mal, guckst du einfach hier ein bisschen zu und morgen spielst du selber. Oder heute Nacht um 12. Oder wenn du ganz, ein ganz wilder bist, dann machst du hier einen japanischen Account und spielst jetzt schon. Weil in Japan ist das schon draußen, das Spiel. Oh, das war knapp. Wieso kannst du heute Nacht nicht? Muss morgen arbeiten. Wie komme ich denn da oben rein? Von hier aus nicht.
Ah, okay. Ja, okay, das verstehe ich. Dann wirst du wohl bis morgen warten müssen. Gehst du dann im Laden kaufen oder hast du bestellt? Ach, hier oben geht's rein. Hey, nicht das. Sieht. Okay, chillig. Ich habe bei mir eine 200 GB Speicherkarte drin. Deswegen lade ich eigentlich alles runter. Es lohnt sich ja. Erstes Fazit. Also gefällt mir sehr gut. Wilder Hammer. Ich glaube, damit kann ich den wilden Hammer schon auf 3 machen. Ne? Mir gefällt das Spiel sehr gut. Das Geile ist auch, du kannst auch alles im Koop machen. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen mit der Freundin. Ich muss gerade. Für mich ist immer ganz schwierig reden und dann mich hier auch noch konzentrieren. Ich finde es sehr gut, hat da seine kleinen, paar kleine Schwächen, ne? Aber ist jetzt nicht perfekt, würde ich sagen. Hä, hier gibt es nirgendwo so einen Sauger. Oder? Da hinten. Da ist nur eine Eisschachtel. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Also ich bin jetzt 6 Stunden drin. 6 Stunden und in der fünften Welt. Hast übel viel Content, macht richtig Spaß. Und das Beste an dem Game finde ich, oder was das Game so stark macht, ist, dass das Movement total smooth ist. Also, es macht richtig Spaß, Kirby zu bewegen und durch die Welt zu navigieren. Ich glaube, das ist der große Vorteil von einem Game hier. Das ist mir auch noch nicht passiert. Weg! Seit wann habe ich denn Eis? Kein Online-Koop. No, no Online-Koop. Wo habe ich denn den Hammertypen? Hatte ich hier irgendwo noch einen Hammertypen? Weil ich es auch sagen muss, es wird immer komplizierter. Ne? Also die ersten Welten, die haust du mal eben so weg. Die ersten Level und hier wird es dann, wenn du alles einsammeln willst, schon komplizierter. Hier muss irgendwo ein Hammer sein. Hier wurde irgendwo ein Hammertyp. Aber es ist sau einfach, ne? Also, man darf nicht erwarten, dass man jetzt hier ein schweres Game bekommt. Das ist sau einfach. Also, es gab bisher keinen Bossfight, wo ich mal wirklich schwitzen musste oder den ich zweimal machen musste. Du schaffst alles First Try. Guck mal, hier ist auch noch. Nee, da ist nichts. Als ob hier nirgendwo ein Hammer ist. Gab's doch irgendwo einen Hammertypen, oder bin ich blöd? Ah, ich weiß, wo der Hammertyp war. Ich weiß, wo er war. Ich erinnere mich.
hier unten war ein Hammertyp. Ja. Nee. Da drin ist der Hammertyp. Hier ruft auch noch einer. Hör ich gerade. Hier war ein Hammer drin. Das reicht auch. Damit. Ey, und hier ist noch einer. Wofür? Da wäre auch ein Hammertyp gewesen. Fuck, Alter. Hier drin? Ja. Hier ist der drin. Nein! Ich dachte, man schafft das. Uff! Komm her! Was meinst du? Mit gut dabei? Hä, wofür brauche ich das Wasser? Andere Richtung? So, alle gerettet. Da, probiere drei Sorten Eis. Probiere drei Sorten Eiscreme. Geschafft. Ist hier noch einer? Ach, die drei Typen sind hier, ne? Habe ich denn alles? Ey, zwei Fragezeichen. Es wird immer komplizierter. Und immer versteckter. Ah, hier. Es fehlt nur eins. Bin mal gespannt, was das ist. Ich habe eigentlich alles. Ich habe mir alles angeguckt in dem Level.
Mit Boomerang muss ich den besiegen. Na gut, das kannst du nicht wissen. Letztes Level. Oh, wieder zwei Minigames. Die Minigames gehen mir langsam ein bisschen auf den Sack. Ach, Kristallegel, komm. Gehen wir mal kurz leveln. Oh ja, was Neues. Roll, Kirby, roll. Igel bin ich bisschen... Was willst du denn? Boomerang ist der erste Level von auf der Suche nach der Oase im Gebiet Origenis Wüste versteckt. Okay, habe ich eine Blaupause vergessen. Oh, verpasst. Ist jetzt erstmal egal. Ich level jetzt erstmal den Igel. Tempo gar nichts, nur noch mehr Kraft. Boah, das ist krass. Der bleibt lange. Den Hammer. Ne, ich sag mal lieber. Ach scheiße, hier brauche ich ja den Hammer, den ich auch direkt machen können. Das sieht schwierig aus. Nee, nochmal. Man verliert nach einer Zeit den Überblick, wo sein Kirby überhaupt ist. Oh, eine Sekunde wieder. Einmal mehr springen. So, und da war noch eins. Entdecker. Gar nicht, was ich machen muss. Dinger treffen.
Mondscheinkluft. Zwillingsbohrer. Das war ja nochmal Zwillingsbohrer. Der Bleistiftbohrer. Oh, mal wieder die Leuchte. Hat man auch erst einmal die Leuchte. Komme ich denn da? Ah, von der anderen Seite. Okay, verstehe. Ups. War da nicht eine Tür? Nee, auch keine Tür. Aua. Au. Au. Ja, was ist jetzt passiert? Ah, okay. Drei? Scheiße, ich hoffe, das war das erste. Ich bin noch nicht so gut aufgepasst. Also bisher noch keins gesehen. Chillige Musik.
Grinder. Das könnte doch wieder hier so ein Ding sein. Komm her. Komm her, mein Freund. Als ob das nichts war. Wieso stellen die denn sonst hier hin? Oh, deswegen. Oh, der Arme, der ist runtergefallen, der andere. Oh, 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 oh. Ja, ich bin tot. Es gibt doch bestimmt was. Aber ich kann nicht ausmachen, wo der andere ist. So richtig. So ist gut. Wenn das jetzt völlig umsonst war, ne, mies sauer. Das war umsonst. Gibt es hier irgendwo ein Poster? Auch nicht. Belastend. Oh, der Arme, der ist platt geworden. Oh, wieder fliegen, ja. Das mag ich ja so gern. Ich habe wieder das letzte Schild verpasst. Ich habe nirgendwo ein Gesuchtschild gesehen.
Mann, mir fehlt immer so irgendwie eins. Das nervt voll. Drei gesucht. Meist ein geheimer Raum, ohne in ein Loch zu stürzen. So war's. Mach immer genau das Falsche. Und jetzt nur noch der Boss. Dafür hätte ich ja gern wieder Feuer. Weil Feuer ist OP. Feuer oder Igel? Igel ist auch nice. Das wäre für ein Ding. Eiskalt, aber eiskalt abserviert. Frieren aber jetzt viel schneller ein, das ist voll gut. Hä? Cooles Gimmick, haben die gut gemacht. Guck mal, man kann auch kleine machen, kleine Schneemännchen. Große kalt. Und jetzt zum Boss. Der Sammler, der Schlaf... Schlaflos? Schlaflos, Schlucht. Schlaflos, Schlucht. Schlaflos, Schlucht. Maxi-Tomate. Oh, bitte Feuer. Igel nehme ich auch. Gib mir Igel. Oh, guck mal, hier hänge ich. Da ist er schon wieder, my friend. Nee, ist nur ein Pappmaché. Ja, die Augen, ja. Hä? Also entweder ist der von Crash oder von Donkey Kong. Bin mir gerade nicht sicher. Triff drei von Gürtel an den Kirby-Bastelein. Lass mich raus. Was mache ich?
Ich habe noch ganz wenig Leben. Noch ein Treffer, ich bin tot. Noch ein Treffer und ich bin tot. Ich bin ehrlich, da musste ich gerade ein bisschen schwitzen. Also ich war ganz kurz Nasenbluten. Feuer wäre besser gewesen, macht mehr Schaden. Blizzard Eis. Echt ein heißer Ritt, my friends. Besiege Gürteltor mit der Spezialpower Hammer. Oh, okay, das würde bestimmt auch gehen, wenn man die nicht auf 1 hätte. Oh, der dritte. Überraschungsautomat Serie 3. Bora. Eis. Boah, ich bin echt fast tot, ne? So Leute, das war's mit Folge. In welcher Folge sind wir? Folge 5. Das war's mit Folge 5. Kanal abonnieren, Video liken, gerne Kommentar dalassen und dann sehen wir uns in Folge 6 wieder. Haut rein.